Aschen ist eine tolle Stadt, die so viele Sportler hat in der TSG. Servus, liebe Sportsfreunde. Heute wieder ein neues Video von mir. Heute bei mir ein kleines Stretching. Ich versuche eben die Spannung ein bisschen aus dem Muskel herauszukriegen, aus den verschiedenen Muskelanteilen. Ganz wichtig immer natürlich als Ausgleich zur Kräftigung. Generell, was das Dehnen anbetrifft, könnt ihr natürlich schön immer anschließend nach eurer Kräftigung mit einbinden. Zeitpunkt ist nicht sonderlich relevant. Könnt ihr auch einfach täglich, regelmäßig mit einbinden, um eben die Spannung in den entsprechenden Muskelanteilen ein bisschen zu minimieren. Und gerade bei Thema Haltungsschwächen, muskulären Disbalance, da einfach eben Ausgleich zu schaffen. Ich fange in der Rückenlage an. Dazu komme ich natürlich runter auf die Matte. In der Rückenlage beginnend als leichter Beginn. In dem Falle bringe ich das rechte Knie an den Körper heran, die Hände am rechten Knie positioniert und dann übe ich hier den leichten Zug aus, halte die Atmung fließend weiter und habe schon mal so eine leichte Dehnung in der rechten Gesäßseite. Das linke Bein bleibt schön flach abgelegt. Das halte ich so ungefähr 20 bis 30 Sekunden. Kann gegebenenfalls den Zug etwas erhöhen. Das Bein also etwas näher an den Körper heranbringen. Und auch hier halte ich das für einen kurzen Moment. Okay, gut. Dann bringe ich das linke Bein, das linke Knie mit dazu. Greife nochmal mit beiden Händen an den Knie. Oberkörperkopf bleibt entspannt abgelegt. Und von hier gehe ich dann über die Ausatmung mit den Knien eng an den Rumpf heran, über die Einatmung wieder in die rückwärtige Bewegung. Das wiederhole ich einfach ein paar Mal schön langsam und geführt. Über die Ausatmung Knie heranziehen. Unterer Rücken löst leicht von der Matte und über die Einatmung wieder langsam abrollen. Ist schon mal eine leichte Entlastung für den unteren Rücken im Bereich der Lendenwirbelsäule. Bringe ich ein bisschen Länge rein in die Rückenstrecker. Schön über die Ausatmung Knie heranziehen und über die Einatmung wieder langsam lösen. Das kann ich ruhig so 12 bis 15 Mal wiederholen, schön langsam und geführt. Ein letztes Mal. Dann bin ich wieder in der Ausgangsposition, nehme dann beide Hände an das linke Knie und lege das rechte Bein schön lang und flach am Boden ab und habe jetzt natürlich die Dehnung dann auf der linken Seite, in der linken Gesäßseite. Auch hier kann ich das Knie nochmal etwas näher heranbringen und halte das. Dehnung der Gesäßseite gehe ich dann über in den Beinbeuger, das heißt, ich bleibe beim linken Bein, bringe das linke Bein lang nach oben zur Decke. Wichtig, Bein möglichst gestreckt, Fußspitze ranziehen, Ferse zur Decke schieben und dann noch hier dosiert über den Zug der Arme das Bein gegebenenfalls etwas näher heranbringen. Aber immer darauf achten, dass das Bein möglichst gestreckt bleibt, im Kniegelenk, Fußspitze rangezogen und dann auch hier Atem fließend beibehalten und so ungefähr 20 bis 30 Sekunden in der Dehnung bleiben. Immer wieder darauf achten, dass das Knie gestreckt bleibt, dass die Fußspitze herangezogen ist. Okay, dann bringe ich das rechte Bein lang mit dazu, greife um. Rechte Oberschenkel und lege das linke Bein dann schön flach am Boden ab. Auch hier Knie gestreckt, Fußspitze heranziehen und dann eben selber eigenständig, je nachdem wie mobil ihr seid, das Bein etwas näher heranbringen, um die Dehnung wirklich auch hier intensiv zu gestalten. Atmen fließend beibehalten und dann noch hier ungefähr 20 bis 30 Sekunden. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr könnt ein bisschen näher, mehr in die Dehnung reingehen, bringt das Bein etwas näher heran, aber
das Bein, wie gesagt, immer schön gestreckt halten, spitze rangezogen, Atmung fließt beibehalten. Okay. Dann stellen wir das linke Bein, den linken Fuß schon mal auf, bringen das rechte Bein mit dazu, also beide Füße schön entspannt, hüftbreit aufgestellt. Die Arme können wir einfach entspannt auf Schulter wieder ablegen. Und in der Position bringen wir dann die Fußsohlen zueinander. Das heißt, das linke Knie sinkt schön über die linke Seite tief, das rechte Knie über die rechte Seite. Und dann lassen wir hier schön die Beine schön tief da unten zum Boden sinken. Spann wirklich rausnehmen. Da haben wir schon mal eine leichte Dehnung im Bereich der Innenseite der Oberschenkel, der Adduktoren. Nehmen wir dann zur Hilfe die Hände Innenseite Oberschenkel abgelegt und gebe etwas Druck. Versuche eben die Dehnung etwas zu intensivieren und bewusst die Beine nach unten zum Boden tief zu bringen. Wie gesagt, Spannung rausnehmen, Atem fließt beibehalten. Lösen. Die Arme wieder auf Schulterhöhe, Handinnenseite zeigt zur Decke. Von hier bringe ich das linke Bein mit zur rechten Seite tief, beide Beine wirklich schön angewinkelt tief ablegen. Und der Blick geht entgegengesetzt, in dem Fall über die linke Schulter zur linken Hand. Ich wechsle dann direkt die Seite, beide Beine über die Mitte eng geschlossen, lege sie tief ab. Auch hier den Blick entgegengesetzt, in dem Fall über die rechte Hand, über die rechte Schulter zur rechten Hand. Wichtig, Schultern sollen auf der Matte am Boden bleiben. Atmen fließen beibehalten. Okay, dann komme ich zurück zur Mitte. Aus der Hüftbreiten Position der Füße lege ich dann den linken Fuß Vorderseite rechte Oberschenkel ab. Von hier nehme ich wieder die Arme zur Hilfe, in dem Fall Rückseite und rechter Oberschenkel und bringe das rechte Bein etwas näher an den Rumpf heran. Ein bisschen darauf achten, dass in dem Fall das linke Knie schön außen bleibt, können wir entweder hier mit der linken Hand positionieren. Wenn wir die Hände am Oberschenkel haben, können wir auch schön mit dem linken Ellbogen das Knie über die Seite aufschieben. Und da haben wir eine schöne Dehnung nochmal, Außenseite Oberschenkel, Hüftstrecker. Auch hier Atmung fließen beibehalten, wenn ihr das Gefühl habt, ihr könnt das Bein etwas näher heranbringen, also die Dehnung intensivieren, macht ihr das, aber immer unter Voraussetzung, dass das Knie links in dem Fall schön außen bleibt. Dann lösen wir, linken Fuß aufstellen, wir wechseln die Seite, das heißt rechter Fuß, Vorderseite, linker Oberschenkel, auch hier, rechte Knie schön außen halten, linker Fuß dann lösen, mit beiden Händen Rückseite, linker Oberschenkel gegriffen, wie gesagt, nutzt den rechten Ellbogen oder eben die rechte Hand und bringt das linke Bein an den Rumpf heran und haltet das, Atmung fließt beibehalten, wenn ihr das Gefühl habt, könnt ihr noch etwas mehr in die Dehnung reingehen, bringt ihr das linke Bein etwas näher heran, aber haltet das rechte Knie in dem Fall schön außen. Okay, dann lösen wir. Bringen wir beide Hände nochmal an die Knie und kommen ein bisschen Schwung über vorne aus der Rückenlage raus. Aus der Rückenlage. Kommen wir in den Vierfüßlerstand, das heißt Hände schön unterhalb der Schultern positioniert, Knie unterhalb vom Becken. Von hier konzentrieren wir uns nochmal auf die Rückenstrecke, auf den Bereich der Lendenwirbelsäule, auch BWS Brustwirbelsäule. Über die Ausatmung kippen wir schön über das Becken, Blick Richtung Bauchnabel, über die Einatmung wieder eine gerade Position. Ja, das wiederholen wir ruhig auch so 12 bis 15 Mal. Schön ausatmen und kippen und über die Einatmung wieder eine gerade Position.